Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Deutschland und hier habe ich schon mal die Rotfeuerpferdezucht vorbereitet. Ja, das letzte Fohlen läuft hier gerade auf der Weide rum, trainiert ein bisschen mit den anderen beiden. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Wir haben 27% Chance auf Stufe 3. Es wäre ein Hengst und ja, gucken wir mal, ob es heute klappt. Es sieht gar nicht schlecht aus. Ja. Stufe 3. Ein Hengst. Ach Mensch. Mal schauen, ob wir eine Stute finden zum Züchten. Ja. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass die Rotfeuerpferdezucht, die ist doch jetzt recht flott gegangen. Also da hatten wir beim Rockboy zum Beispiel viel länger zu tun. Sehr, sehr schön. Dann können wir gleich nochmal gucken, was heute. Heute ist Freitag. Der letzte Freitag vom Event. Und es gibt den Fisch der Generation 1. Okay. Dürften wir schon haben. Ja, ich habe einige Punkte ausgegeben, denn es gab doch nochmal die Chance auf diese Coupons. Leider reicht es nicht zum Erweitern von irgendeiner Oase. 225 Coupons. Naja gut, müssen wir wahrscheinlich aufs nächste Event warten und hoffen, dass wir da nochmal welche sammeln können. Was haben wir hier für eine Nachricht? 600 Münzen als Stallbursche verdient, das ist schon mal gut. Achso, die Zuchtzeit wurde wahrscheinlich verkürzt. Ja, wahrscheinlich wäre es sonst einen Tag 4 Stunden gewesen oder 6 Stunden oder sowas. Mal gucken. Müssen wir leider ein bisschen auf das Fohlen warten, aber wir schauen mal nach Großbritannien. Denn dort erwartet uns auch ein Fohlen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es schon soweit ist. Nein, leider nicht. Aber ihr könnt eventuell schon erkennen, hier läuft ein Schütze rum. Na, kann ich nicht anschauen. Dann müssen wir gleich hier rüber gucken. Leider ein Hengst. Genau, trainiert aber und den werden wir dann irgendwann für Diamanten verkaufen. Die beiden könnten wir eigentlich verkaufen. Das sollten wir dann gleich mal machen. Level 12. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall Platz zum Weiterzüchten. Und hier Abia, die Rockboy Stufe 2 Stute, die kann wenigstens nochmal Level 11 erreichen. Das ist nicht verkehrt. Und dann erwartet uns hier aber ein eigenes Stufe 3 Stütchen vom Schützen der dritten Generation. Ja, ungefähr 15 Stunden noch. Aber das ist schon mal nicht verkehrt. Dann, achso, haben wir Aufgaben, die noch nicht erledigt sind. Gibt es 10 Diamanten aus? Nee. Achso, weil ich die Punkte eingesammelt habe. Verkaufe 5 Müsli-Riegel. Ich glaube, Müsli-Riegel hatten wir auch nicht. Ach nee, gibt 3 Diamanten aus? Wobei, 3. Wir hätten ja immer noch ein Plus von 7, aber wann gibt man 3 Diamanten aus? Ich glaube, man. Ja, 4 könnten wir beim Rennen. Aha, mal gucken. 8 Äpfel verkaufen und füttere das Pferd 5-mal. Wir schauen erstmal. Dann haben wir hier die Stammesfeder Stufe 2. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, aber trotzdem so viel Platz, dass wir alle behalten können. Haben wir leider nicht, deswegen wird uns jetzt erstmal hier das Stütchen verlassen für 59 Diamanten. Und der Hengst, der wird uns genauso viel bringen. Dann haben wir immerhin schon wieder 118 Diamanten. Was? Okay, gut. Ich bin wieder angemeldet und wir können weitermachen. Ja, nach 5 Minuten fällt ihm auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Schon ein bisschen schade. Hätte ihm ein bisschen eher auffallen können. Gut, dann verkaufen wir jetzt erstmal unseren letzten Stufe 2er Stammesfeder Hengst. Auch für 59 Diamanten. Und tja, damit sind sie dann beide weg. Wir hätten hier dann Platz zum Trainieren von Sternzeichen oder Konstellationspferden. Aber die Stute möchte ich natürlich behalten. Klar, trainieren kann sie auch, aber die möchte ich nicht verkaufen. Problem ist, ich habe hier aktuell keinen Platz.
Na gut, aber wir hätten Platz, wenn wir hier die Akatas und also hier Mars woanders unterbringen können. Dann könnten wir zumindest die Stute hier reinstellen und vielleicht habe ich ja Glück und ich finde irgendwann noch ein anderes Konstellations-3-Pferd auf Stufe 3, um es züchten zu können. Mal schauen. So, dann gucken wir jetzt aber erstmal, dass wir hier die Salate ernten. Achso, wir haben kein... Scheune ist voll. Hatte ich schon länger jetzt nicht. Das Problem... Ja, die sind auch gar nicht so... Schön hier das orangene Futter. Da können wir mal ein bisschen was... Ja, vielleicht gelbe, viele gelbe Blüten. Da müssten wir auf der Fantasieinsel... Vielleicht sollte ich das erst ernten, wenn ich hier neuen Salat herstellen lasse. Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste gewesen. Ja. Ich glaube, wir brauchen so ziemlich alles. Dann haben wir hier grünen Salat. Dann, ja, genau, hier brauchen wir 8, aber okay. Dann kaufe ich das jetzt mal. Hier haben wir zum Glück alles. Sehr schön. Ach genau, in Deutschland hätte ich das vielleicht auch machen sollen. Gehen wir nochmal zurück. Da habe ich nämlich das gemischte Futter, ich glaube das fruchtige Futter und die Süßigkeiten habe ich ja an sich immer in der Produktion. Abgesehen davon, man startet es nicht neu. Ich glaube, das wird irgendwann noch an Trauben schwierig. Wir gucken mal, was brauchen die Süßigkeiten? Ah, ne, Kirschen sind das Problem, aber die... haben wir fürs nächste Mal wieder. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt aber mal nach Frankreich, wie es dort aussieht. Okay, ach, hier wird gerade nicht gezüchtet. Ach nee, genau, weil hier unser Rockboy angekommen ist. Ich habe ihn auch einfach mal Rockboy genannt. Das ist der Stufe 3 Hengst. Den werden wir jetzt erstmal füttern. Und dann... Ja, ist die Zucht definitiv abgeschlossen. Dann können wir uns eventuell überlegen, was wir hier als nächstes züchten. Oder wir warten auf das nächste Event. Ach, ein Mais, okay. Oder es gibt ja noch die Möglichkeit, Lusitano Stufe 4 als Stute zu züchten. Oder nee, Legolas. Lusitano dürfte erledigt sein. Wir gucken gleich lieber nochmal. Das rosa Derby-Pferd bräuchten wir, glaube ich, auch noch als Stute. Je nachdem auch, welche Pferde hier stehen. Achso, das Geister-Mavari ist, glaube ich, auch nur einfach auf Stufe 3. Na gut, das ist auf jeden Fall erstmal unser Rockboy-Hengst. Stufe 3. Das ist ein bisschen schade, dass hier der Pfosten vor seinem Gesicht da, aber er ist auf jeden Fall auch ein Süßer. Haben wir Platz für die beiden? Die Stute steht nämlich auch noch draußen. Ja, aber dafür sieht es dann platzmäßig schlecht aus für Akata und Mars, die ich hier runtergebracht hätte. Andererseits... willst du machen, ne? Irgendwo muss ich ja auch die beiden Schätze hinstellen. Genau, hier den Häuptling Stufe 2 hatte ich auch immer noch zweimal. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, weil nicht genug Platz war, den Hengst hier zu trainieren. Ist jetzt die Frage, ein bisschen Platz haben wir. Schafft er Level 11 noch? Ja, würde uns ein paar Diamanten mehr bringen. Wäre halt schade, wenn ich dann kurz vorher... abbrechen müsste, aber vielleicht kann ich ihn ja zwischendurch nochmal füttern. Dann haben wir hier noch einen Verkaufsrockboy, der hat ein Level Up, Level 11, den verkaufen wir dann gleich mal und, ach genau, die Finados-Zucht, aber sie ist noch nicht gut genug trainiert. Und wir bekommen Kirschkuchen. Naja, gut.
ist dann so. Dann würde ich sagen, verkaufen wir ihn für 50 Diamanten. Achso, die Weide sieht. Weide sieht nicht so schön aus. Machen wir die nochmal sauber für die beiden. Und dann haben wir hier Kuchen. Ah, die Möhrchen, ja, das wird auf Dauer teuer. Aber ich mache das momentan ja auch eher, um Futter zum Füttern der Pferde zu haben und nicht um Geld zu verdienen. Wobei man finanziell, ja, sollte ich vielleicht auch langsam aufpassen. Die Zuchten sind nicht so günstig. Wir können ja mal kurz schauen. Wie sieht es denn mit dem Lusitano Stufe 4 aus? Die nächsten T4-Zertifikate sind noch nicht bekannt gegeben. Aktuell sind Welchpony, Morgan und Dartmoorpony erhältlich, aber ja, die nächsten drei sind noch unbekannt. Ne, Lusitano haben wir nur einen. Gucken wir mal, ob der hier ist. Dann wäre das hier erstmal das nächste Pferd, was ich versuchen würde. Auf Stufe 4, aha, genau. Hier Legolas als Stute brauchen wir. Geistermavari als Hengst. Würde ich das nochmal dahinter schreiben. Und wenn jetzt auch noch der Lusitano hier wäre, hätten wir hier zumindest die große Möglichkeit, eins von den Pferden eventuell züchten zu können. Und sonst bleiben halt Legolas und Geistermavari. Gut, entweder habe ich den Lusitano übersehen oder er steht dann wahrscheinlich in Montana. Na gut, schauen wir erstmal weiter. Achso, wir können ja vorher noch ein paar Äpfel holen. Die gehen ja doch immer ganz gut von der Hand. Und dann auf nach Montana. Auch dort gibt es einen ja, kleinen Erfolg. Und zwar sind hier ja die Dämonenpferde dabei. Da sind wir dabei, die Dämonenpferde zu züchten. Und hier gibt es ein Stufe 2 Fohlen. Ja, leider eine Stute. Das heißt, wir können mit ihr und der Stute nicht züchten. Hengste habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Habe aber auch nicht so intensiv gesucht, muss ich ja gestehen. Ich bin trotzdem dafür, wir füttern sie erstmal und dann gucken wir mal, ob wir nochmal mit der anderen Stute züchten können. Ich hoffe, die ist noch da. Gut, dass wir nochmal Äpfel mitgenommen haben. Das könnte dann fürs Level abreichen. Ich finde auf jeden Fall das Abzeichen total niedlich. Diesen Stern. Oh, ein Lila, der hat... Hat das Dämonenpferd ja auch was, oder? Ja, ich glaube, von dem... Es ist ja auch... Ich glaube, von dem müssen wir auch alle drei Stufen behalten. Ich finde es nicht schlecht. Aber wenn wir mit ihr jetzt sowieso erstmal nicht züchten, würde ich vorschlagen, wir gucken mal, ob wir mit Stufe 1, mit unserem Stufe 1er Hengst und der Stufe 3 Stute züchten können, in der Hoffnung, dass wir eine Chance auf Stufe 2 als Hengst haben. Und dann können wir mit ihr ja zum Abschluss nochmal ein Rennen laufen. Oder, ach nee, Dressur können die ja, glaube ich, eigentlich nicht. Das macht wäre ein bisschen fies. Von daher, ja, ein Rennen. Oh, da ist es schon. Und eine Stute, weil wir mit dem Hengst züchten. Das war hier, ja. Steht zum Glück noch da. Da ist sie.
So, wo haben wir denn unseren Belial? Na, wäre natürlich auch eine schöne Sache, wenn es mit Stufe 3 klappen würde. Aber 5% Chance. Stufe 2 wäre ein Hengst. Ist jetzt die Frage, schauen wir ein Video? Dann würde ich aber nochmal einen Cut machen. Ich mache mal einen Cut, ich schaue mal, schau mir ein Video an und dann versuche ich die Chance auf den Stufe 2 Hengst zu erhöhen. Bis gleich! Okay, die Chance auf Stufe 3 ist jetzt verschwindend gering, das sind 4% müssten es sein. Dafür haben wir gute Chancen an sich auf Stufe 2. Wir gucken mal, ob es klappt. Es sieht gar nicht schlecht aus und wir bekommen den Stufe 2 Hengst. Ja, perfekt. Das heißt, wir können beim nächsten Mal mit unserer Stute und unserem Hengst züchten. Ja, oder dann würde ich wahrscheinlich hier die Zeit verkürzen, weil wir hier einen Tag 8 Stunden haben. Auf irgendeinen müssen wir wahrscheinlich so oder so warten. Ja, mal gucken. Dann kann doch hier unser anderer Stufe 1er nochmal auf die Weide. Die Stute. Was sagt denn hier die Nicole? Die hat ein Level up. Level 14. Ja, von der müssen wir uns dann auch bald trennen. Irgendwie finde ich es ein bisschen schade. Sie war ja wirklich lange, lange dabei. Und das Standard-Einhorn ist ja auch überhaupt das erste Fantasiepferd gewesen, das wir züchten konnten. Deswegen, ja, den Romeo möchte ich definitiv nicht abgeben. Ja, bei ihr werden wir das dann schon machen. Aber vorher, weiß ich nicht, Level 15 kann sie doch eigentlich. Wie lange trainiert sie denn daran noch? Ja, bis 2000 geht. Da kennen wir Schlimmeres. Achso, und die Goldschweife hier. Das sind, glaube ich, Verkaufsfälle. Sie hat Level 10, auch so, der ist austrainiert. Wie sieht es denn aus mit dem Traubenfutter? Sonst können wir sie auch nochmal füttern. Oh, sehr gut. Sehr gut sieht es aus. Ja, ich glaube, auf der Fantasieinsel ist momentan nicht viel los. Da können wir maximal Futter ernten und anbauen. Das machen wir gleich nochmal. Achso, und wir müssen nochmal gucken, die Aufgabe nicht verpassen hier. Grünes Futter nochmal abholen. Das kriegen wir hin. Ärgerlich. Das sollte ich hier erst nochmal ernten. So, Gras hätte ich, naja, beim nächsten Mal. Ja, zweimal orangenes Futter wenigstens. Komme ich jetzt hier nicht mehr ran? Oh, habe ich mir verbaut. So geht's aber. Und wie lange müssen wir hier laufen für 2800 Meter? Ich glaube, das wird mit Stufe 2 wahrscheinlich schwierig. Werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. So, haben wir jetzt hier überhaupt noch was? Pferd fünfmal füttern. Ja, der Rest, mal gucken. Achso, hier sind ja auch noch Rockboys. Genau, und einen Stufe 1er möchte ich ja behalten. Ist jetzt die Frage, Hengst oder Stute? Müsste ich mich nochmal entscheiden. Hera hat Level 13. Sollte eigentlich reichen. Die beiden sind schon wieder in der Ausbildung. Leider auf einer dreckigen Weide. Es gab noch mal einen Diamanten. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall die kleinen lila Blüten. Und dann machen wir hier auf jeden Fall zweimal den Honigturm. Na, Honig reicht leider nicht mehr, aber gut. Einmal den und das gelbe Eis. Dann holen wir hier die Blüten noch mal, obwohl ich glaube, von denen hatte ich so viele. Ja gut, Glockenblüten haben wir jetzt auch. Aber wir haben ja wieder Platz, also ist egal. Dann können die erstmal drin bleiben.
Immerhin Stufe 1, da muss ich mich entscheiden und... Achso, das sehen wir ja gleich, wie ihre Werte sind. Schaffen wir es oder nicht, wir versuchen es einfach mal, ne? Springen nicht so gut, Ausdauer und Geschwindigkeit sind Silber mit zwei Schleifchen. Ja, mal schauen. 1800 Meter werden wir aber ohne Verlängerung ziemlich sicher nicht schaffen. Achso, ja, wir können ja auch noch nicht mal ein Schutzschild dann noch dazu nehmen. Ich hätte auch das Schutzschild nehmen können und den Boost weglassen können. Weiß man jetzt nicht, was besser wäre. Doch, ich bin ja... Also jetzt, am Anfang war ich ja nicht so erpicht darauf, wirklich dieses Dämonenpferd zu haben. Aber es gefällt mir definitiv deutlich besser, als ich gedacht habe. Und jetzt bin ich einfach mal auf, ich glaube, Crown gespannt. Den gibt es dann ja nächstes Jahr, also nächstes Jahr September. Dauert ja noch ewig und dann 2024. Nee, 23. 23 gibt es dann für mich endlich das Zebra. Im September ist es eine gefühlt unglaublich lange Zeit noch hin. 2 Jahre immerhin. Und das auch nur, wenn ich weiterhin das Jahresabo mir leisten möchte. Ja, man merkt es aber auch, dass sie sprungtechnisch wirklich... Man ist einfach verwöhnt, weil man mit vielen besseren Pferden unterwegs war, hauptsächlich. Ja, achso, das Eventpunkte würde ich jetzt einfach mal abwarten. Wir haben jetzt den Fisch, dann gibt es den Widder und den Stier auf jeden Fall noch, den Zwilling und den Krebs wahrscheinlich. Und der Krebs müsste dann ja auch der letzte sein, der erhältlich sein wird, wenn es nach der Reihenfolge geht. Passt das? Ja, wir haben jetzt noch 5 Tage. Ja, vielleicht haben wir doch noch einmal Glück und haben Chance auf diese lila Coupons. Da würde ich auf jeden Fall drauf sparen und zur Not dann am letzten Tag schmeißen wir alles raus. Ja, wobei, komm, wir machen das. Die Saphire sind deutlich mehr wert und damit haben wir dann auch die Tagesaufgabe geschafft. Dann können wir die gleich noch abschließen und dann haben wir immerhin noch 6 Diamanten Gewinn gemacht. Machen wir das dann noch fertig. Dafür würde ich aber jetzt nicht wirklich weiter als 1800 Meter laufen. So, die haben wir geschafft. Und jetzt lasse ich sie ins Auslaufen, weil es einfach zeitlich eigentlich nicht mehr drin gewesen wäre. Wenn wir jetzt auch noch die Tagesaufgabe machen. Ja, ich hätte auch noch mal einen weiteren Cut setzen können. Und ein Video anschauen, aber wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es gibt schon so viel Cuts in der Werbung. Quatsch, in der Werbung, in der Folge. Wegen Werbung und anderen Geschehnissen. Ja, die 2 Saphire sind definitiv, sind es aber auf jeden Fall wert. Ja, hier wird, ach nee, Jupiter scheint austrainiert zu sein. Ich würde gerade sagen, aber bei 4000 Metern, dann läuft Jupiter wahrscheinlich momentan nur sozusagen die Rennen, um andere Pferde trainieren zu können. Okay. Gut, dann haben wir die Tagesaufgabe hier geschafft. Müsli-Riegel verkaufen. Achso, ja, das gibt auch nochmal Erfahrungspunkte. Schade ist wirklich, dass man nicht mehr sieht, wie viel man braucht. So, achso, und 8 Äpfel verkaufen hätten wir ja auch gleich. Ah, nee, haben wir gar nicht. Ja, da müssen wir doch noch einen Ortswechsel vornehmen, und zwar nach Frankreich. Die Äpfel sollten aber an sich schon wieder fertig sein. Wir sind ja zum Glück immer recht flott. Ich weiß gar nicht, was brauchen die? Können wir gleich mal gucken. 3,5 Minuten bei mir. Ist das... Ja, 30% verkürzte Anbauzeit. Also keine Ahnung, wenn die 4,
4 Minuten oder so brauchen. Gut, verschenken wir jetzt nicht noch mehr Zeit. Gucken wir, dass wir die 8 verkaufen. Und dann haben wir auch schon wieder 12 von 20 Tagesaufgaben abgeschlossen. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich schaue mal, dass ich hier eventuell einen Zuchtpartner finde für das Gessamavari oder Legolas haben wir ja hier. Und der Lusitano wird wahrscheinlich in Montana stehen, da habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Das werde ich dann eventuell beim nächsten Mal machen. Genau, aber die Belial-Zucht geht ja auch super gut voran, also da kann ich mich auch nicht beschweren. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Also, bis dann. Tschüss.